Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Tales and More. Ich bin Joey, falls ihr mich noch nicht kennt. Und heute geht es um Du kommst auch drin vor von Alina Bronski, vorgelesen von Jasna Fritzi Bauer, denn heute geht es um ein Hörbuch. Diese Geschichte behandelt eine Frage, die wahrscheinlich jeder einzelne YouTuber schon einmal gelesen hat, wenn er zu einem Fragen- und Antworten-Video aufgerufen hat. Und wahrscheinlich kennt ihr sie auch. Stellt euch vor folgende Situation: Ihr findet ein Buch und ihr wisst, dass darin eure gesamte Lebensgeschichte niedergeschrieben ist. Würdet ihr es lesen oder nicht? Das passiert nämlich Kim. Kim ist 15 Jahre alt und sie geht in ihrer Klasse auf eine Lesung und die Autorin liest aus ihrem Buch vor. Sie denkt sich nicht dabei, generell mag sie lesen nicht so wirklich und hat auch das letzte Mal, als sie klein ist, mal ein Buch gelesen. Plötzlich fällt ihr aber auf, dass alles, was in diesem Buch geschieht, auf ihr Leben passt. Das Mädchen in diesem Buch erlebt die gleichen markanten Meilensteine in ihrem Leben. Das ist viel zu suspekt für sie, dass sie das einfach so liegen lassen kann. Es lässt sie einfach nicht los und demnach geht sie mit ihrer besten Freundin Petrovna in die Bücherei und kauft dieses Buch. Fühlt sich dabei nicht ganz wohl, denn eigentlich will sie nicht, dass irgendjemand erfährt, dass das, was in diesem Buch niedergeschrieben ist, auf genau das passt, was sie denkt und wie sie ihr Leben lebt. Denn man weiß ja selbst, dass die Gedanken in einem Kopf meistens zu intim sind, auch wenn sie gar nicht schlimm sind, aber man möchte ja schon noch etwas Privatsphäre haben und für sie ist dieses Buch die Offenbarung ihres gesamten Privatlebens. Das Buch drängt sich also in ihr Leben und verändert es. Nicht nur, dass es offensichtlich die Zukunft vorhersagen kann. Zum Beispiel hat die Mutter in dem Buch der Autorin blonde Haare. Die Mutter von Kim hat aber braune Haare. Plötzlich kommt sie eines Tages in die Küche und ihre Mutter hat sich die Haare blond gefärbt, wodurch die Geschichte des Buches und ihre Geschichte immer ähnlicher werden. Andererseits drängt sich das Buch aber auch zwischen sie und ihrer beste Freundin Petrovna. Sie geht mit ihr in die gleiche Klasse, ist aber wesentlich extrovertierter und super intelligent und eine ganz sehr, sehr präsente, dominante Persönlichkeit. Und da das Buch aber Kim so unglaublich verunsichert, weiß sie nicht mehr ganz, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, im Sinne von, wie sie ihr Leben leben soll. Denn wenn man weiß, was passiert, dann macht man die Sachen unbewusst oder vielleicht sogar bewusst oder man kann sie gar nicht verhindern. Und da werden noch einige Sachen eingeleitet in diesem Hörbuch, die die beiden verhindern müssen, denn sonst kann einiges schiefgehen. Die Geschichte behandelt also einmal diese persönliche Ebene von Kim, wo Themen wie die Scheidung ihrer Eltern, die vor Beginn der Geschichte stattgefunden hat, eine ganz große Rolle spielen, aber auch Sachen wie aus was ist eine Freundschaft gemacht, aus was besteht eine Freundschaft und wie definiert man sowas. Dann gibt es aber auch noch diese Metaebene, in der es dann ganz viel darum geht, wie zum Beispiel, würde man ein Buch lesen, in dem das Leben niedergeschrieben ist? Würde man sich das überhaupt trauen oder auch, was kann Lesen mit einem machen? Wie verändert das jemanden? Und generell, wie sollte man sein Leben leben? Sollte man es einfach laufen lassen oder versuchen, Dinge zu verändern? Und ganz viele Fragen werden da auf jeden Fall auch aufgeworfen. Ein Satz ist mir im Kopf geblieben, den ich euch vorlesen möchte, und zwar: Das Einzige, was du ändern kannst, bist du selbst. Fand ich einen sehr, sehr schönen Satz, den es hier in diesem Hörbuch zu hören gibt. Ich finde die Stimme von Jasna Fritzi Bauer sehr angenehm, muss ich sagen. Ich habe das mal beim Kochen gehört und beim Aufräumen und da dann mich davon berieseln lassen und man kann in die Geschichte eintauchen, ohne dass man abgelenkt wird, weil die Stimme von Jasna Fritzi Bauer immer einen wieder zurückholt in die Geschichte und einen da gut einbettet, dass man da nicht abgelenkt wird, was ich doch sehr gut finde. Es ist mein zweites Hörbuch, was ich in meinem gesamten Leben gehört habe und bin doch positiv erfreut. Das klang sehr förmlich. Gut, und du kommst auch drin vor von Alina Bronski, vorgelesen von Jasna Fritzi Bauer. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat diese Review von diesem Hörbuch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ihr könnt gerne mal auf dem Instagram-Kanal von Tales & More vorbeischauen oder auch bei den anderen Videos von Maren und David. Bis dahin, tschüss.